Wir haben das Hauptquartier gebaut von unseren Brotpiloten und heute ist dran, dass wir auch noch deren Raketentruck bauen. Und da schnappen wir uns ein bisschen Treibstoff und bauen gleich los. Für unseren schönen Raketentruck holen wir uns mal ein bisschen blauen Beton raus, denn ein paar Steintreppen, ganz normale, dann holen wir uns ein paar steinzige Mauern raus. Hoch, in der Luft zu das platzieren, das ist ein bisschen schwer. So, dann holen wir uns auch ein bisschen blauer trockener Beton raus, dann noch mal ein paar Steinstufen, dann polierte Andesit-Treppen, glatte Sandsteintreppen, kannst auch gerne die normalen nehmen, wie du möchtest. Dann holen wir uns ein bisschen braunen Pilzblock raus und einen Kuchen. Zuallererst bauen wir die Grundfläche von unserem Truck. Das heißt, erst wir nehmen unseren blauen Beton und ziehen uns eine 7er Blockreihe von unserem blauen Beton. So, 7 Blöcke. Das Ganze hat eine Dicke von insgesamt 5 Blöcken. Das heißt 1, 2, 3, 4 und 5. Und füllen mal die Fläche aus. Sobald wir unsere Grundfläche erstmal haben, wollen wir jetzt an den Seiten nochmal das Ganze um einmal erhöhen. Und hier zu den Seiten lassen wir es noch einmal überstehen. So, Rückseite können wir hier schon mal einmal zuziehen. Vorderseite gehen wir auch nach vorne und ziehen das hier einmal zu. So, jetzt können wir natürlich immer noch entscheiden, wo es vorne, wo es hinten. Wo vorne ist, ist natürlich, sage ich mal, unser Motor und alles drin. Von daher würde ich mal sagen, lassen wir vorne eine Blockreihe Platz. Aber nach hinten weg können wir es einmal komplett ziehen. Und das Ganze machen wir jetzt auf eine insgesamte 4er Höhe und füllen mal den Rest noch aus. Sobald wir das Ganze hochgezogen haben, können wir auf der Vorderseite eigentlich die oberste Reihe miteinander verbinden. Die restlichen zwei Blockreihen lassen wir noch frei, weil da kommt ja später noch unsere Fensterfront rein. An den Seiten können wir auch schon mal hier so zwei Blöcke weghauen. Machen wir wie immer auf beiden Seiten. Und wir könnten schon mal gleich oben hier nochmal eine Blockreihe zu jeder Seite noch einmal platzieren. Das machen wir mal. Und können anschließend natürlich noch hier oben die Fläche noch einmal ausfüllen. Und danach geht es schon ran an unsere Steintreppen, die wollen wir einmal auf der Vorderseite hier einmal unter platzieren, so umgedreht. Und natürlich nochmal auf der Rückseite platzieren wir die hier auch noch einmal darunter. Dann nehmen wir mal unsere steinzige Mauern, fliegen mal nach vorne hin, weil das wird so ein bisschen unser Motor werden. Da können wir gerne schon mal hier die so einmal platzieren vorne. Und dahinter würde ich euch einfach mal raten, ein bisschen blauen Beton uns einmal zu platzieren. Weil dadurch erhalten wir hier noch so ein bisschen, sag ich mal, wie so ein Kühlergerät hier so leicht das Muster rein. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wie sie die Mauern jetzt so animiert haben hier in Minecraft. Danach wollen wir mal auf die Rückseite fliegen und unseren blauen trockenen Beton verbauen. Das ist hinten natürlich unsere Tür hier, wo wir natürlich in den Trucker von hinten reinkommen. Oh, da schlagen oder tauschen hier einfach mal den blauen Beton durch den Trockner hier so ein bisschen aus. Und dann fliegen wir mal in unseren Truck rein und können hier mal den Boden mit unseren Steinstufen einmal ausfüllen. Das machen wir mal und können dann auch gleich ein paar Sitze einbauen. Einfach hier unsere polierten Andesit-Treppen setzen wir erstmal hier unten rein und darauf dann einfach unsere Sandsteintreppen. Ne? Und wer möchte, kann jetzt schon den Truck ein bisschen befüllen mit Broten. So richtig leckeren Broten, wie die Brotpiloten das haben. Und da finde ich einfach brauner Pilzblock perfekt dafür. Könnt ihr euch einfach hier willkürlich noch so ein bisschen platzieren. Und wenn dir das nicht reicht, dann kannst du immer noch ein paar Kuchen hinsetzen, weil ich sag mal, das sind ja wirklich so Lebensmittel, die wir echt platzieren können. Und in manchen, sag mal, vielleicht hast du so eine Textur, wo so ein Kuchen vielleicht auch aussieht wie ein Brot. Von daher können wir uns hier ruhig einmal hier noch platzieren. Vielleicht beißt du mal an, denn unsere Brotpiloten sind immer ziemlich hungrig. Aber ansonsten ist ja der Truck noch ziemlich dunkel. Minecraft hat ja uns den Lichtblock erfunden, von daher könnt ihr den hier ruhig noch einmal drin platzieren. Dann ist auch im Dunkeln euer Truck mal gut erleuchtet, wenn er am Himmel steht. Ja, das sieht auch gut aus. Und dann holen wir uns mal wieder ein bisschen was Neues raus. Und zwar holt euch jetzt ganz normale Pilzblöcke raus. Dann holen wir uns noch ein paar Schleifsteine raus. Fürs Glas heute empfehle ich euch einfach mal hellblaues Glas. Davon dann nochmal die Glasscheiben. Dann auch ein paar Eisengitter und ein paar Knöpfe. Natürlich verschiedenfarbig, ein paar schwarze, rote und vielleicht ein paar weiße wären eigentlich nicht verkehrt. Und dann vielleicht noch ein Sträuberter Haken brauchen wir noch. So, mit den Haken fangen wir erstmal an. Das sind hinten unsere Türgriffe, die wir einmal hier so platzieren können. Ach, vielleicht nicht so ganz unten, machen wir mal hier so mehr in die Mitte. Ja, das passt doch. Dann können wir natürlich noch ein paar Rückleuchten einmal anbringen. Da würde ich einfach die, Kaminsin-Knöpfe verwenden. Würde ich nochmal auf der Vorderseite genauso machen. Wie vielleicht noch ein paar Scheinwerfer vorne ran, wäre auch nicht verkehrt. Und dann natürlich noch ein paar Türknöpfe. Da nehme ich jetzt einfach mal die schwarzen Steinknöpfe. So. Dann können wir natürlich auch gleich mal die Fenster reinbasteln. Ganz vorne mache ich mir natürlich eine schöne Glaswand mit meinen Glasblöcken rein. Und an den Seiten platziere ich mir einfach mal meine Glasscheiben. Natürlich kriegt unser Truck natürlich auch noch ein paar Seitenspiegel. Stellen wir einfach mal ein bisschen mit den Eisengittern da. Und dann, was können wir noch machen? Zum einen noch das Logo rauf, ne, von unserem Pilztruck. Pilztruck. Da komme ich gerade hier mit dem Pilzblock durcheinander. Nee, wir machen noch das Brotlogo einmal rauf. So. Einfach hier so ein kleines T-Zeichen nehmen wir uns einfach damit. Ich finde so, der Pilzblock hat die beste Farbe für so ein Brot. Machen wir uns natürlich auf beiden Seiten hier einmal rauf, das Logo.
Und dann bleibt noch eine Sache übrig, und zwar unsere Schleifsteine. Die sollen nur einfach mal unsere Räder sein. Die platzieren wir natürlich einfach vorne und hinten und machen die natürlich so, dass sie natürlich nach gerade gucken. So, nach vorne weg. Ah, wunderbar. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite mal synchron nochmal mit. Hier einfach unsere Schleifsteine rein. Und jetzt kommen noch zwei kleine weitere Deko-Sachen. Zum einen müssten wir hinten noch vielleicht einen kleinen Auspuff uns mal platzieren. Oh, ich mache das einfach mal hier mit dem Schwarz-Zauntor mal. Oh, kleiner Auspuff. Und auf der Vorderseite können wir natürlich noch einmal unser Kennzeichen hier von unserem Truck noch einmal platzieren. Und dann würde ich sagen, die Motorhaube können wir natürlich nicht offen lassen. Holen uns noch ein bisschen Teppich raus und platzieren den einfach mal vorne drauf. Ah, sieht doch schick aus. Und das Schöne ist auch, die Mauer verbindet sich mit dem Teppich. Das ist doch mal was, hä? Jetzt wollen wir natürlich langsam auch unsere Rakete anfangen. Was brauchen wir für eine Rakete? Zum einen ein bisschen roten Beton. Denn Neritblöcke finde ich einfach toll. Dann holen wir uns auch ein bisschen weißen Beton aus, ein bisschen gelber Beton, dann noch ein bisschen Glas, ein bisschen gelbes Glas, rotes Glas und davon separat nochmal die Glasscheiben natürlich. Ja, dann wollen wir mal unsere Rakete basteln. Es geht los erstmal mit den roten Beton. Wir fliegen vorne hin, lassen die erste Reihe Platz, setzen uns hier drei Blöcke hin und können darauf dann nochmal drei weitere Blöcke uns hier einmal platzieren, sodass wir hier erstmal vier haben. Und dann machen wir uns hier so einen Kreis von 3x3 auf jeder Seite. Oh, hier überall links rum. Na, dann haben wir hier überall 3x3. Können davor denn hier einmal die Fläche einmal ausfüllen mit so einem 3x3 Feld und setzen ganz vorne noch so einen kleinen Knubbel hin. Dahinter wollen wir jetzt einmal komplett dran unsere Nirit-Blöcke einmal platzieren. Hier so einmal so ein 3x3 Kreis zeichnen wir uns mal damit rum. Wenn wir das soweit haben, geht es an unsere weißen Blöcke. Die können wir noch einmal nach hinten ziehen und zwar insgesamt 5 Stück machen wir und formen die uns auch wieder so zu einem Kreis. Sobald wir unsere weißen Blöcke einmal nach hinten gezogen haben, setzen wir da nochmal eine Nerit-Blockschicht und ich habe mir jetzt so überlegt, wir können ja uns nochmal ein bisschen schwarzen Beton schnappen und mal hier bei der letzten weißen Schicht setzen wir einfach komplett einmal hier so eine schwarze Betonschicht hin und können jetzt mal unseren gelben Beton nehmen. Da platzieren wir jetzt insgesamt, würde ich mal sagen, dreimal gelben Beton und einmal roten Beton. Denn das soll ja jetzt natürlich diese riesige Flamme von unserer Rakete sein. Und dann nehmen wir jetzt ein bisschen gelbes Glas, füllen hier mal den restlichen Bereich mal mit komplett Glasblöcken aus. Und dann würde ich mal sagen, setzen wir hier links rum, machen wir überall einmal hier einen gelben Block. Ja, ich würde mal sagen, hier nochmal hier an den Seiten machen wir nochmal ein bisschen mehr. Und dann kommen wir schon zum roten Glas. Da würde ich mal sagen, setzen wir unten, oben, hier an den Seiten nochmal ein und dann zipfen wir nochmal ein. Und dann haben wir so ein bisschen schon die Flamme dargestellt. Können wir noch ein bisschen verfeinern mit unseren Glasscheiben. Einfach hier nochmal setzen wir die Glasscheiben überall hin. So, dann setzen wir auch noch hier nochmal ein paar rote Glasblöcke hin. Ja, nochmal ein bisschen die Scheiben und dann haben wir unsere Flamme auch dran. Super. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Rakete ein bisschen verfeinern. Wir nehmen uns nochmal ein bisschen rote Betonblöcke und platzieren einfach an den Seiten, würde ich mal sagen, hier noch einfach so ein paar ja, Tragflächen von unserer Rakete. Einfach hier so dran, so 2x2. Also erstmal 2 rauf und dann hier nochmal ein 2er rauf. So, haben wir auf allen 3 Seiten hier. Zack, wunderbar. Und dann sieht die Rakete doch schick aus. Nur noch ein bisschen Treibstoff tanken und dann können wir schon in unseren Raketentruck einsteigen und losfahren. Und natürlich unser leckeres Brot ausliefern. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen unseren Host rein und tschüss.